Der Nahostkonflikt aktuell zwischen Israel und dem Iran ist eines der beherrschenden Themen aktuell auch an der Börse. Es war der Auslöser für die Korrektur und nicht wenige sagen, das könnte jetzt auch der Auslöser sein für einen Crash, wenn dieser Konflikt eskaliert. Die Frage ist, eskaliert er? Die Wahrscheinlichkeit ist eher gering, da gibt es schon viele, die da kein Interesse dran haben, Israel und Iran selber ja auch nicht. Und deshalb sage ich, nein, es wird nicht der Auslöser für einen Crash sein. Dafür gibt es einen anderen und den zeige ich dir in diesem Video. Auf der anderen Seite, das zweite bestimmende Thema sind ja die Zinsen bzw. die Inflation in den USA und die Zinsen, die damit von der Fed nicht gesenkt werden. Jerome Powell hat sich auch diese Woche wieder geäußert und gesagt, wir haben es nicht eilig, denn wir kriegen ja keine zusätzliche Zuversicht, dass die Zinsen wirklich auf dem richtigen Weg sind in Richtung unseres 2%-Ziels. Die Zinsen werden also länger hoch bleiben. Die Juni-Zinssenkung, von der die Märkte ja noch fest ausgegangen sind bis vor 2 Wochen, die ist jetzt mehr oder minder vom Tisch und auch der Juli wackelt mehr oder mehr. Das heißt, vor September rechnet eigentlich kaum mehr jemand mit einer Zinssenkung in den USA. Und ob das kommt, das hängt wirklich vom weiteren Verlauf der Inflationszahlen und der Konjunktur in den USA ab. Die Märkte sind jetzt schon ein paar Prozent runtergekommen von ihren Höchstständen Ende März und ja, da könnte sich in den nächsten Tagen eine Bullenfalle ergeben. Wie das zustande kommt, auch das zeige ich dir in diesem Video. Zuvor aber lade ich dich ein, abonniere den Kanal hier unter dem Video, falls du es noch nicht gemacht hast. Wir stehen wirklich weiterhin vor extrem spannenden Tagen, Wochen und auch Monaten an der Börse und da begleite ich dich sehr, sehr gerne durch diese Zeit mit meinen Einschätzungen und Analysen. Also abonniere und du verpasst nichts mehr. Wir blicken zunächst wie immer auf die letzte Woche. Hier sehen wir viele gelbe Ampeln, nur die Wirtschaft in Amerika, die ist nach wie vor grün, relativ stark. Ich habe dir auch letzte Woche vieles dazu gezeigt. Schau dir das gerne, das Video nochmal an hier. Ich habe es dir hier oben nochmal verlinkt. Da habe ich vieles über die Wirtschaft, über die Stärke der Wirtschaft in den USA erzählt. In der aktuellen Woche hat sich das Bild nicht verändert. Trotz allem schauen wir dann nochmal genauer auf die Charttechnik. Das sind doch einige Sachen passiert seit der letzten Woche und das wird sehr interessant. Aber zunächst wie immer ins wirtschaftliche Umfeld. Das wirtschaftliche Umfeld ist weiterhin grün in den USA, aber schauen wir uns einige Datenpunkte an, denn ich habe dir ja auch gesagt, ich zeige dir, wo das wahre Risiko für die, für den Crash liegt, beziehungsweise für einen stärkeren Rückgang an den Aktienmärkten. Denn nein, der Nahostkonflikt ist es voraussichtlich nicht. Zunächst einmal ein Blick hier auf die Jahresendziele für den S&P 500 der verschiedenen Investmenthäuser, der verschiedenen Banken. Und da sehen wir, Wells Fargo hat jetzt einen obendrauf gesetzt mit 5.535 Punkten Jahresendziel. Wir sind jetzt gestern bei etwas mehr als 5.000 Punkten aus dem Handel gegangen, ungefähr 5.020. Also das heißt, da wäre noch rund 10% Platz bis zu diesem Ziel. Wir sehen aber auch am pessimistischsten Morgan Stanley mit 4.200 Punkten. Da müsste der Markt doch noch einiges fallen und auch Morgan Stanley mit 4.500 Punkten 10% ungefähr unter dem aktuellen Stand. Also das heißt, hier ist es, die meisten sehen hier doch vom jetzigen Stand ein Potenzial bis Jahresende, ein paar wenige sehen den S&P 500 fallen. Woher kommt auch dieser ganze Optimismus? Wir haben es hier gesehen in der letzten Woche, es gab die Einzelhandelsumsätze aus den USA, die sind wieder gestiegen, stark gestiegen, stärker gestiegen als erwartet. Die Amerikaner kaufen also nach wie vor ein, als gäbe es keinen Morgen mehr. YOLO, you only live once, das ist wirklich weiterhin ein großes Thema in den USA. Ja, woher kommt es? Es kommt daher, dass sie einfach ihre Kreditkarten immer weiter ins Minus treiben. Aber wir sehen auch in dieser Grafik, es wird zunehmend ein Problem. Denn die Delinquencies, also der Zahlungsverzug, bei den US-Kreditkartenschulden, der nimmt zu. Wir sehen hier 30 Tage, 60 Tage, 90 Tage Verzug. Es nimmt immer weiter zu. Und das wird natürlich zunehmend zum Problem. Und klar, die Zinsen auf Kreditkartenschulden in den USA sind bei über 20% im Durchschnitt. Das heißt, das frisst natürlich irgendwann sich immer weiter rein. Dieser Zinseszinseffekt wirkt natürlich. Und damit bekommen immer mehr Amerikaner Probleme. Und irgendwann wird eben dann auch dieser Konsum, der ja zu 70% das US-BIP ausmacht, natürlich abgewürgt, wenn hier immer mehr diese Kreditkarten und die Möglichkeit, die Kreditkartenschulden auszuweiten und darüber zu konsumieren, den Konsum hochzuhalten, wenn das nicht mehr möglich ist.
Warum das auch so ist, das sehen wir hier in dieser Grafik. Es ist einfach so, wir sehen diese unteren 50% hier überhaupt nicht, weil die de facto kein Vermögen haben. Also wenn die Hälfte der Bevölkerung wirklich nur Paycheck to Paycheck lebt und letztlich den Konsum und den Lebensstandard nur aufrechterhält, indem einfach immer mehr und immer mehr Schulden gemacht werden, weil man sich so ein bisschen daran gewöhnt hat, naja, das Geld von der Regierung, die Helikopterschecks während der Covid-Pandemie-Zeit, das kommt ja, nein, es kommt eben nicht mehr. Und das ist ein Problem, nicht erst langfristig, sondern eher kurz- bis mittelfristig. Die Frage ist nur, wie lange geht das noch gut? Wir sehen auch, dass auch selbst der Bereich 50 bis 90% sein Vermögen in den letzten 35 Jahren nur geringfügig hat ausweiten können. Es sind vor allem die Top 10% der vermögendsten Amerikaner, die hier wirklich von diesen, ja, in den letzten 35 Jahren massiv profitiert haben. Natürlich, wie kommt es? Die Zinsen sind im Großen und Ganzen in der Struktur gefallen und dadurch konnten die Firmen ihre Gewinne ausweiten. Dazu Globalisierung und letztendlich diese Assetpreise, die eben hier gestiegen sind, das kam vor allem den 10% der reichsten Amerikaner zugute. Aber Konsum wird durch Massenkaufkraft geschaffen und nicht durch die Top 10%. Und da haben die Amerikaner ein Problem. Ebenfalls ein Problem wird perspektivisch die Geldmenge. Auch das habe ich letzte Woche schon gezeigt gehabt. Was wir aber hier ganz klar sehen, dieser Rückgang der Geldmenge M2 im Verhältnis zum BIP, ja, der war eigentlich in den letzten hier über 60, ja 65 Jahren nie so groß und so heftig wie heute. Natürlich, es wurde überstimuliert während der Covid-Pandemie, das darf man nicht vergessen. Aber wir sind mittlerweile in diesem ja, ge rot gepunkteten Pfeil hier, wie sich also diese Geldmenge hier Trend entwickelt, da schon wieder was drunter gefallen. Und da sehen wir eben, die Geldmenge schwindet, die Liquidität schwindet. Es ist ja nur noch eine Frage der Zeit, bis dass die US-Regierung mit ihrer Verschuldungsorgie letztlich das ganze Geld aus dem System gezogen hat. Und wenn dann die Geldmenge nicht wieder massiv ausgeweitet wird, wird das dazu führen, dass im Finanzsystem, das ist wie mit so einem Kolben im Motor, der trocken läuft, wo das Öl nicht mehr drin ist, dann gibt es einen Kolbenfresser. Und genau das Gleiche passiert dann im Finanzsystem. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das im Laufe des Jahres noch passiert, ist relativ groß. Und das wird dann eben genau diesen, ja, Flash Crash erzeugen. Aber genau wie ich es letzte Woche auch angedeutet habe, wenn dann der Markt wirklich stark korrigiert, dann wird alles in Panik geraten. Die Regierung gerät in Panik, die Fed gerät in Panik, die Zinsen werden massiv gesenkt. Liquidität wird ausgeweitet und dann haben wir wieder das Phänomen, wie wir es auch 2020, 2021 gesehen haben. Sprich, dann haben wir wieder Überliquidität im System, die Märkte werden wieder nach oben knallen und gleichzeitig wird die Inflation entsprechend hoch und dann wird auch letztlich das Inflationsziel in den USA mit Sicherheit angepasst. Dann wird die Fed nicht mehr 2% als Inflationsziel haben, sondern ein höheres und dieser Mega-Inflationsschub, der dann kommt, der wird die Märkte auf Höhen treiben. Das können wir uns jetzt wahrscheinlich noch gar kaum vorstellen. Aber wir müssen abwarten, bis es zu diesem quasi Kolbenfresser aufgrund dieser Rücknahmeliquidität gekommen ist. Denn dann, wenn der Markt wirklich unten ist, und das sind genau die Ziele, die ich ja schon mal vor ein paar Wochen genannt habe. Wir schauen uns jetzt den Chart gleich nochmal an. Das sind die Ziele. Wenn ich dort bin, dann ist der Markt günstig. Das ist die Chance, auf die nächsten Jahre einzusteigen. Schauen wir also direkt in den Charts. Aktuell die Ampel auf gelb. Wie könnte es hier weitergehen? Es ist ja ein bisschen was passiert. Ich habe es gesagt. Gehen wir zunächst in den S&P 500 und wir sehen es hier seit der letzten Woche. Ich habe gesagt, der 50-Tage-Durchschnitt, das ist so eine Unterstützungslinie, die bei rund 5.100 Punkten, die ist eindeutig durchbrochen worden. Wir sehen es hier im Chart. Wir haben jetzt hier dieses offene Gap. Das stammt noch aus diesen Nvidia-Quartalszahlen Ende November. Da sind wir bei 4.980 Punkten, also nochmal 40 Punkte ungefähr tiefer, als gestern der Schlussstand war. Wir waren ja schon bei fast 5.000 gestern im Intraday. Es würde mich nicht wundern, wenn wir dieses Gap noch schließen. Aber danach rechne ich erstmal wieder mit einer Gegenbewegung, die durchaus wieder bis an diese 5.117 hier beim 50-Tage-Durchschnitt von unten dann hochlaufen kann. Also durchaus eine etwas stärkere Gegenbewegung, bevor es dann ja, auch wieder vielleicht eine weitere Abwärtsbewegung gibt. Mein Ziel war ja, ist ja nach wie vor für diese erste Welle der Korrektur 4.800 Punkte. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt in einem Rutsch machen.
können es nicht hundertprozentig ausschließen, da müssten wir so eine Art Flash Crash dazu sehen. Aber ich würde sagen, wir sind schon relativ weit unten, was so diesen ersten Schub angeht. Ich rechne in den nächsten Tagen ja mit einer Gegenbewegung. Wie gesagt, 50-Tage-Durchschnitt von unten, vielleicht knapp drüber, Richtung 5150 noch einmal. Aber dann sollte letztlich die zweite Welle der Abwärtsbewegung kommen. Vielleicht fällt das dann eben auch zusammen mit dem Gegenschlag der Israelis auf den Iran, was wieder zu Unsicherheiten führt, was wiederum eine Gegenreaktion des Iran provozieren wird und diese Unsicherheit dann eben auch dazu führt, dass wir in die zweite Phase dieser ersten größeren Korrekturwelle eintreten, was uns dann eben perspektivisch auch über die nächsten Wochen in Richtung der 4800 Punkte führen könnte und sollte. Zumindest ist das, was ich im Chart hier sehe. Im Nasdaq 100 sind wir ein Stückchen weit. Wir haben gestern dieses offene Gap von den Nvidia-Quartalszahlen geschlossen. Es gibt natürlich jetzt hier zwei Möglichkeiten. Der Nasdaq könnte jetzt schon etwas früher wieder diese Gegenbewegung starten in Richtung 18.000 Punkten. Hat er schon rund 1.000 Punkte jetzt verloren von den Höchstständen. Das heißt, dann wären wir über ungefähr die Hälfte der bisherigen Abwärtsbewegung wieder nach oben geschlossen werden. Auf der anderen Seite, der Nasdaq hat jetzt keinerlei Unterstützungen mehr bis zu diesem nächsten Punkt bei 17.000 Punkten. Das sind nochmal 500 ungefähr nach unten. Auch hier könnte es natürlich sein, ähnlich wie beim S&P 500, wenn es nochmal zu einem kurzfristigen Abverkauf kommt, könnte das nochmal angelaufen werden, dieses Dezemberhoch. Realistischer würde ich sagen, dass wir so ziemlich auch hier im Nasdaq erstmal kurzfristig das Abwärtspotenzial ausgeschöpft haben und eine Gegenbewegung dann sehen werden in den nächsten Tagen in Richtung 18.000 Punkte. Was aber wiederum, genau wie im S&P 500, nicht bedeutet, dass die Abwärtsbewegung zu Ende ist, sondern nur die erste Phase der Abwärtsbewegung ist ja zu Ende. Wir kriegen eine Zwischenerholung, bevor dann nochmal die Welle C sozusagen kommt. Also sprich die finale Abwärtswelle in dieser ersten Phase der Korrektur. Sentiment. Sentiment ist insgesamt auf Gelb nach wie vor. Es hat sich deutlich eingetrübt, aber es ist noch nicht so richtig fürchterlich pessimistisch und angstbesetzt, dass wir hier gleich auf eine rote Ampel gehen müssten. Nein, es ist immer noch einigermaßen ausgeglichen, wenn auch die rote Ampel näher rückt. Schauen wir uns das ganze Jahr an im Fear and Greed Index. Wir sind bei 34, wir sind im Bereich 4. Das hat man schon lange nicht mehr. Wir waren ja meistens Greed, sogar Extreme Greed. 4 ist aber noch nicht so, dass wir sagen, das ist jetzt schon etwas, wo der Markt jetzt wieder auch reif ist für die nächste Aufwärtsbewegung. Nein, das ist jetzt eigentlich ein typischer Zustand in einer Abwärtsbewegung, dass wir uns hier genauso wie wir uns in der Aufwärtsbewegung im Greed-Bereich befinden, eben jetzt hier im 4-Bereich befinden. Also von dem Gesichtspunkt her alles noch ganz normal. Ich habe hier unten noch reingepackt Put-and-Call-Options, Market Volatility. Bei den Put-and-Call-Options, wir sehen hier, dass die Put-Optionen deutlich angestiegen sind. Also das heißt, mehr und mehr Anleger sichern sich jetzt ab. Wir sehen das gleiche Bild hier auch im Juli, August letzten Jahres. Wenn wir das mal als Vergleich nehmen, sehen wir, es ist auch noch ein bisschen Luft. Das heißt, das wäre genau dieser Fall. Es geht nochmal ein paar Punkte abwärts, gerade im S&P 500, mit dem Schließen der Lücke. Auf der anderen Seite, die Volatilität ist zuletzt deutlich angezogen, hat natürlich nochmal ein bisschen Luft auch nach oben. Könnte aber auch sein, dass wir jetzt sagen, wir sehen einen ja, gemächlichen nochmal Abstieg des Marktes, um diese Lücke zu schließen, diesen Gases Gap zu schließen, während die Volatilität nicht mehr richtig mitsteigt. Und das wäre dann schon so ein erstes Zeichen, dass es wirklich das Ende einläutet dieser ersten Phase der Abwärtsbewegung und dann erstmal die Volatilität wieder zurückkommt, während gleichzeitig eben dann auch der Markt eben diese Gegenbewegung dann ausführt. In Summe sind wir also jetzt mit einer gelben Ampel in den US-Märkten. Wir sehen, dass wir hier kurzfristig wahrscheinlich am Ende sind, gegen wen ansteht, aber diese übergeordnete Korrekturbewegung, in die wir jetzt eingetreten sind, seit Anfang des Monats, natürlich erstmal weiterläuft. Gleichzeitig, das wirtschaftliche Umfeld steht weiterhin auf grün in den USA und das ist eigentlich für uns die beste Garantie, zunächst mal kurzfristig, dass wir jetzt nicht in einen Crash hineinlaufen. Deshalb gibt es keinen Grund zur Panik. Es kann noch ein bisschen weiter. Es wird wahrscheinlich auch noch ein Stück weiter runtergehen in einer zweiten Abwärtswelle. Aber zunächst mal die Ampeln auf Gelb. Das heißt, es gibt jetzt keinen Bedarf darin, wirklich jetzt in den Markt reinzugehen. Auf der anderen Seite kann man natürlich jetzt auch sagen, gut, wenn jetzt in den nächsten Tagen etwas nach oben geht, kann ich zum Beispiel das auch nochmal nutzen, um
ein bisschen Cash aufzubauen, wenn ich da noch Bedarf habe. Aber ansonsten gibt es erstmal hier momentan wenig zu tun in den US-Märkten. Du wirst es in ein paar Tagen wahrscheinlich erleben. Wenn der Markt wieder nach oben geht, dann kommen mit jedem Punkt, den es nach oben geht, kommen die Optimisten wieder hervor und sagen, das war's jetzt, die Korrektur ist vorbei, jetzt haben wir bald wieder neue Allzeithochs. Und das ist genau diese Bullenfalle, von der ich auch am Anfang des Videos gesprochen habe. Wenn du dann schon reingehst, ohne ganz klare charttechnische Signale, dann bist du wahrscheinlich einer derjenigen, bei dem die ganzen Profis ihre Aktien abladen und sich freuen, dass sie noch einen guten Käufer gefunden haben. Damit du diese Fehler nicht machst, habe ich hier eine Empfehlung für dich. Willst du mehr Erfolg an der Börse? Hol dir dein kostenloses E-Book. Wusstest du, dass nur 20% der Anleger 80% aller Gewinne machen? Bist du zufrieden mit der Rendite deiner Geldanlage? Machst du unbewusst die gleichen Fehler wie 80% der Anleger? Entdecke jetzt die 5 Geheimnisse erfolgreicher Investoren. Klicke jetzt auf den Link unter dem Video. Wir müssen also die ganze Situation etwas größer noch betrachten. Ja, der Nahostkonflikt war jetzt der Auslöser für diese längst überfällige Korrektur. Die Märkte waren heiß gelaufen, es hat einen Auslöser gebraucht und wir haben jetzt eben zwei gehabt. Einerseits der Nahostkonflikt, andererseits eben dann die Inflationszahlen und damit die ja, schwindende Aussicht auf nahestehende Zinssenkungen in den USA. So weit, so gut. Die Korrektur wird noch ein bisschen weiter laufen. Ich habe die Kursziele genannt. Alles noch im Rahmen und eine ganz normale Korrektur im Laufe eines übergeordneten Aufwärtstrends. Haben wir diese Korrektur abgeschlossen, gehe ich mal davon aus, dass das zusammenfällt mit einerseits dem Nahostkonflikt, der sich dann langsam beruhigt, weil einfach kein Interesse daran besteht, hier wirklich einen Flächenbrand auszulösen. Also gehe ich davon aus, dass das dann als Belastungsfaktor wegfällt. Dann fallen die Ölpreise bzw. die Rohstoffpreise ein klein wenig. Auch werden die Zinsen wahrscheinlich nicht ins Unendliche steigen, also die Kapitalmarktzinsen wie die 10-jährige Rendite. Und dann dürfte es erstmal wieder eine Aufwärtsbewegung an der Börse geben. Wie ich schon angedeutet habe, auch in der letzten Woche, man kann das dann vielleicht sogar spielen, weil es könnte im alleroptimistischsten Fall sogar bis auf neue Allzeithochs gehen. In der optimistischeren Variante bis auf die alten Allzeithochs und selbst wenn das nicht, dann doch ein kleines bisschen drunter. Trotz allem ist das dann nur ein Trade, ein eher kurzfristiger Trade auf Sicht von ein paar Wochen bis in den Sommer hinein. Und ich rechne wirklich damit und ich habe es ja auch gezeigt in diesem Video wieder. Die Liquidität ist das alles Entscheidende und es wird höchstwahrscheinlich so sein, wie es immer der Fall ist. Die Wirtschaft in den USA, einfach bedingt durch das Ausgabeverhalten, diese ganz andere Mentalität, die die Amerikaner haben zum Bezug Schulden im Vergleich zu uns Europäern hier. Egal, ob das die Regierung ist oder die Privatleute, die machen einfach so lange Schulden, bis man ihnen den Geldhahn abdreht und bis sie halt dann pleite sind. Aber dort drüben kann man auch leichter wieder neu starten. Da ist dieses Stigma nicht so groß, wie man das hier hat, wenn man mal wirklich hier pleite gegangen ist und Insolvenz anmelden musste. Deshalb, die machen so lange weiter und werden dann nichts kürzen, bis sie halt müssen, weil es nicht mehr anders geht. Und dann fällt einfach alles von der Klippe runter. Genauso wird es auch diesmal sein. Und solange wird die Wirtschaft stark bleiben, solange bleibt der Arbeitsmarkt stark, solange bleibt auch die Inflation hoch. Und die Fed hat einfach keine Möglichkeit, die Zinsen zu senken. Irgendwann geht denen das Geld aus. Gleichzeitig wird die Liquidität im System einfach herausgezogen sein. Diese ganze Überschussliquidität, die die Fed geschaffen hat während der Covid-Pandemie und die die Regierung ja großzügig und das Volk gebracht hat, das werden die aufgesaugt haben durch immer mehr neue Schulden. Gleichzeitig haben wir ja QT. Die Bilanz wird verkürzt und dann haben wir diesen Kolbenfresser. Und genau das, und das hat man in der Vergangenheit schon immer wieder, dann kriegen wir eben diese Liquiditätsengpässe und das wird den Markt ganz schnell innerhalb kurzer Zeit wirklich in so eine Art Flash Crash treiben können. Außerdem haben wir auch wirklich Mechanismen hinten dran über ETF-Konstrukte, zum Beispiel auf Volatilität, auf Optionen, die dann einfach noch zusätzlich unter Druck geraten, sobald das mal nicht mehr nach oben läuft, sondern sobald da wirklich Liquiditätsprobleme auftauchen, was das Ganze dann nur noch verschärft. Also es könnte wirklich so eine Art Flash Crash dann kommen. Die Ziele hatte ich ja vor ein paar Wochen schon einmal genannt, wo das dann hinlaufen könnte. Also da reden wir wirklich über rund 20%, vielleicht ein bisschen mehr sogar an Korrekturpotenzial.
Aber, und ich habe es auch letzte Woche schon gesagt, genau das ist dann die ganz, ganz große Chance, auf Sicht der nächsten 2 bis 3 Jahre einzukaufen, weil dann kriegen alle die Panik, es wird Geld gedruckt. Und ich gehe davon aus, wenn wir wirklich diese 20-25% in so eine Art Flashcrash abgeben, von den dort erreichten Niveaus, das könnten im S&P 500 vielleicht so 4.100, 4.200 Punkte sein. Im Nasdaq um die 14.000. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sich die Indizes von diesen Niveaus aus über die nächsten 2 bis 3 Jahre dann rund verdoppeln. Das klingt jetzt erstmal, wenn man sich überlegt, 8.000 Punkte im S&P 500, über 25.000 im Nasdaq, fast schon fantastisch und utopisch. Aber wenn wir wirklich eine Gelddruckorgie sehen, wenn die Fed sagt, 2% Inflation, das schaffen wir nicht, wir gehen hoch mit unserem Inflationsziel, zum Beispiel auf 3%, dann wird das, da ja Aktien Nominalwerte sind, zu einem unglaublichen Bullrun führen und zu einer Horse, wie wir sie selten gesehen haben. Natürlich führt das dann irgendwann wieder zu zusätzlichen Problemen, aber auf Sicht der nächsten 2-3 Jahre dürfte das einen riesen Bullenmarkt geben. Davon gehe ich dann erst einmal aus. So gesehen, im Moment die nächsten Wochen, Monate könnten etwas holprig werden, aber einfach mit Riesenchancen am Ende gesegnet und die gilt es zu nutzen. Und damit begleite ich diese gerne. Aber jetzt zunächst einmal wünsche ich dir eine erfolgreiche Börsenwoche und bis zum nächsten Mal. Dein Christian.